So, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück. Und zwar sind wir stehen geblieben und unsere Trainingssession. Ich mache einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, bei welchem wir genau stehen geblieben sind. Hier geht es genau weiter. Aber ihr habt mich an eine Sache, beziehungsweise an zwei Sachen erinnert, Freunde. Zum einen, Rest in Peace Carpador. Carpador vergesse ich immer abzuholen, Freunde. Beziehungsweise ist mir jetzt gerade eingefallen, aber Carpador können wir mal links liegen lassen. Der soll ein bisschen in der Pension noch trainieren. Carpador holen wir dann auf jeden Fall zurück, wenn wir dann das Livestreamen. Und ja, Carpador kann da mal ein bisschen chillen, sag ich mal. Andere Sache ist, als wir Stärke bekommen haben, also jetzt die Gangtechnik, Wucht, wie hieß das? Wucht, tralala. Oh, Moment. Ah, soll ich das riskieren? Ja, jedenfalls die Gangtechnik Stärke, als wir das bekommen haben, da war legit ein Stein im Haus, den konnte ich verschieben. Ich habe das aber nicht gesehen. Ich habe das bei allem Respekt nicht gesehen. Ihr habt mich aber daran erinnert. Oh nein. Oh nice. Ihr habt mich aber daran erinnert, Freunde, und das werde ich mir für heute auf jeden Fall merken, dass wir das holen, bevor wir zu Arena-Leiter gehen. Ich habe das echt nicht wahrgenommen. Ich habe das irgendwie nicht wahrgenommen, keine Ahnung. Aber vielen Dank für euer Feedback natürlich an der Stelle. Und zum anderen, wegen dieser Box in Pokémon Go, wie ist die Wunderbox, habt ihr mich auch im Klaren gehalten oder ihr habt mir gesagt, was es damit auf sich zu tun hat. GG. Wenn man es aktiviert in Pokémon Go, bekommt man, by the way, wenn man Pokémon von Pokémon Go auf die Nintendo Switch überträgt, ich glaube, einmal in der Woche bekommt man die Box. Jedenfalls, wenn man diese aktiviert, kann man für eine halbe Stunde lang, jede dritte Minute war es, glaube ich, mehr oder weniger, ihr habt mich auf jeden Fall da informiert, kann man Meltan fangen. GG! Ich habe das halt schon aktiviert und GG Meltan. So, aber das merke ich auf jeden Fall für die Zukunft, weil Meltan ist ein neues Pokémon. Und das holen wir uns dann auf jeden Fall noch in der Zukunft. Magma, ey! Magma fand ich recht cool so vom Design. Wie Magma an sich aussah. Ich fand, der hatte was. Aber ja, also Magma, eigentlich so Retro-Design von Magma oder Magma an sich, sieht nicht schlecht aus, sag ich mal. Aber ich finde, Mark B sah viel geiler aus. Ich finde, Mark B sieht geiler aus als Magma. So, als ich nehme mich folgendermaßen. Würde es zuerst Mark B geben, denke ich, meiner Meinung nach, hätte man die Weiterentwicklung von, also Mark B, nicht so im Kopf, als würde er aussehen wie Magma. Weil Mark B sieht komplett anders aus. Mark B sieht irgendwie viel geiler aus. Vielleicht, weil es natürlich ein neueres Design ist oder erst zu der zweiten Generation kam. Oder mit der zweiten Generation. Aber ich finde so, man merkt schon, dass, ich weiß nicht, Mark B, Magma könnte anders aussehen, wenn man, nachdem man Mark B gesehen hat. Und Mark Brandt. BD, was haben die Mark Brandt gemacht? Ich finde, der ist nicht schlecht. Mark Brandt sieht auch nicht schlecht aus. Aber BD, da ist Elevoltec viel, viel kranker. Da ist die Entwicklungsreihe von Elekid, Electek und Elevoltec viel geiler, finde ich. Wie findet ihr das, Freunde? Lasst es mich wissen. Also, ich habe nichts gegen Magma, so ist es nicht, aber ich finde, Magma sieht am coolsten aus von den ganzen Entwicklungen. Keine Ahnung, warum. Anyway, okay. Und ja, Knogger. Knogger wollen wir auf jeden Fall heute ein bisschen trainieren, unsere neuen Gefährten. Du willst auch noch kämpfen, let's go. BD. BD! Ich habe nicht ganz mitgelesen, whatever. Brigitte mit drei Pokémon. Oh, okay, die schickt die Aquana in den Kampf. Ha! Prediction! Hat sie Aquana, Blitzer und Flamara? Das finden wir gleich heraus. Aber zuerst switchen wir mal. Boah, ist ein damaler 45. Genau das, Freunde. Und Thema Flammenwurf. Ihr habt mich auch darüber informiert. Ich will es aber nicht sagen jetzt, weil ich war, also ich, wir werden Flammenwurf noch bekommen. Als TM. Und als Level erlernt ist, was hat er gesagt? Ich glaube 54 oder 52 oder so. HDF, bitte, wie spät. Aber wir werden, also im Spiel bekommt man Flammenwurf noch per TM. Und ich denke, das wird auf jeden Fall, da werden wir wahrscheinlich noch nicht über 50 sein. Aber ja, so viel dazu. Okay, anyway. Aquana, Aurora Strahl. Oh je, oh je. Warte mal, habe ich Aquana gerade nicht angegriffen? Ah doch, tatsächlich, keiner weiß. War ich schneller als Aquana? Yeah. Geil. An sich mit Evoli Entwicklungsreihe. Ich finde Evoli richtig geil, wie viele Entwicklungen Evoli hat. Und es gibt ja noch viele Typen, die nicht gedeckt sind. Überleg mal Stahl. Entwicklungsform von Evoli in Stahl. Oder Geist. Wie geil das wäre. Drache. Oh, richtig geil, richtig geil. Wachstum. Ja, brauchst du einen Boost oder was? Wachstum jetzt. Sag mal ja. Dadurch steigen andere von Spezialangriff.
Brauchen wir nicht. Wir gehen auf Debuff Bisaflor. Was heißt Debuff, sondern Damage over Time Bisaflor. Nein, passt alles. Passt. Muss halt nicht wachsen. Oh, sie hat tatsächlich nicht The Bates. Sie hat nicht Aquana und Co. Wer kommt? Dotri. Schick mal Sandama raus. Sandama ist total MVP, oder? Ich feiere das so, dass sie einen Sandama entdeckt haben. Alola vom Sandama. Au! Richtig geil. Ich finde das an sich mit den Alola-Formen richtig cool. Wisst ihr warum? Die Pokémon haben nämlich ihre Form quasi geändert. Oh, das ist sehr effektiv. Oh mein Gott. Haben nämlich ihre Form geändert zwecks Klima von der Alola-Region. Also sie haben sich quasi ihre Umgebung angepasst. Ich glaube, so kann man es am besten auf den Punkt bringen. Sie haben sich ihre Umgebung angepasst und ich finde das atemberaubend. Weil es sind im Endeffekt Pokémon, sind ein bisschen zu vergleichen mit Tieren, natürlich andere Spezies oder so, whatever. Aber ich finde, dass sie sich ihrer Umgebung anpassen, dass es übernommen wurde oder dass sie das mit der Alola-Region durchgeführt haben. Nicht alle natürlich, nur manche Pokémon. Finde ich einen Geniestreich, finde ich. Ich finde das übertrieben geil. Und ich würde mir gerne wünschen, dass das viele Pokémon machen. Weil ich denke, die Alola-Region, die unterscheidet sich stark von allen anderen Regionen, wenn ich sagen darf. So vom Klima her, von der Atmosphäre her. Deswegen finde ich das mehr als geil, dass sie das so gemacht haben. Dass sich die Pokémon anpassen. Ich komme auf die Animation nicht klar, Freunde. Auf einmal ist da ein Wasserfall. GG. Auch noch zurückgeschreckt. Jetzt schau mal. GG. Hast du mal sieht, was raus, Turtok? Genau das. Oh ja. Turtok. Aber Sandama normal sieht auch geil aus. Sah auch immer schon geil aus. Brigitte, nicht gut genug. Brigitte, hau raus. Dankeschön. Okay, sonst haben wir alle besiegt. Wir gehen mal erstmal hier hoch. Und da sind nämlich noch ein paar Gegner und dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir zur Arena. To the Arena. Freunde, to the Arena. Wer sagt das? Wer sagt das, Freunde? Kennt das jemand von euch? To the Arena. Olle, guck mal, Freudentanz. Knogger ist fresh. Let's go, Knoggerinho. Oh, wow. Au, hol mal ein bisschen Experience. Taubsi. Ja. Für dich brauchen wir jetzt keinen Fieber. Mach mal langsam. Bleib stehen. Au. Genau dies. Bide. Oh. Margin Taubsi, ich hatte immer noch einen Margin Taubsi, ne? Ja, Freunde. Für Taubsi braucht man wohl mehr als einen Pokéball in der aktuellen Zeit. Nein. Okay, 160, ja. Whatever, so viel hat das nicht gegeben. Aber jetzt. Hallo, ich will kämpfen. Trainercoach, oder was? Ja, sollte ein Trainercoach sein. Die sind echt stark. Finde ich cool, aber. Es sind ja noch dann. Hießen die Trainermeister? Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Marschock! Komm her, Junge. 1 gegen 1. Oder 5 gegen 1. Knogger! Okay, Knogger, schaffst du das, mein Freund? Geh mal erst auf fetten Irrlicht. Ja? Verbrenn ihn. Und sein Angriff senkt sich. Oh mein Gott, ich hab's gerade mit Wörtern. Keine Ahnung, sorry. War ein harter Tag. Feuerschlag. Oh, Feuerschlag müsst du auf jeden Fall auch erlernen. Knogger, wenn du Feuerschlag noch erlernst, wäre ich dir mehr als dankbar. Okay. Was machen wir? Knochen ran. Wir haben halt, ja, keinen Typenbonus. So. Ja, machen wir mal Knochen ran. Gucken wir mal, wie das sich auswirkt. Olle, zack. The place. Look at the moves. Look at the place. It's Knogger. Aua. Alola vom Knogger sieht geil aus, Mann. Aber so das vorne auf dem Schädel, da wurde ich noch nicht ganz schlau, was das genau sein soll. Ist einfach eine Art Tätowierung, oder? Also so mehr oder weniger Tätowierung. Weil so
Alola vom Klogger sieht für mich so spirituell aus, wie so ein spirituelles Wesen, so weiß mit dem Muster auf dem Rücken, vielleicht hier mit den, also mit dem Tanz etc. Ist alles so ein bisschen spirituell. Aber ich finde ihn sehr cool. Ich finde Klogger sehr cool. Es war echt geil, so diese Parts mit Ragosu und jetzt hast du Klogger. Gefällt mir auf jeden Fall. Schutzschild. Du war tot, brauchst du Schutzschild? Weißt du was, die Bretter mal Schaufler weg, weil Schaufler brauchst du nicht. Das brauchst du unbedingt. Schutzschildorino. Magma! Nur her damit. Knochenrang. Holla! Ich bekomme von der Feuerschlag! Von Trainercoach bekommt ihr. Warum macht die ganze Zeit Feuerschlag? Aber von den Trainercoaches bekommt man immer eine TM. Jawohl, wir bekommen Feuerschlag. Perfekt, guck mal, perfektes Timing. Perfektes Timing. Auf einmal gibt uns einfach irgendwas anderes. Ja, genau dies. Perfekt, das freut mich für den Knocker. Jawohl! Raus mit dir, komm! Magma. Ja, nice. Auf einmal erlernt selbst. Bide, bide. Ne, okay, alles gut. Alles gut. Geil. Nice. Das freut mich jetzt. Idilon hat großes Potenzial. Hier ist die Tem genau richtig für dich. Duellstem 31. Feuerschlacht. Oh, Junge. Aha. Dankeschön. Perfekt, Knocker. Das hast du jetzt verdient. Das hast du dir jetzt verdient, mein Freund. Geil. Ohne Spaß. Geil. Einfach nur geil. Darauf habe ich gewartet, dass wir Feuerschlag bekommen. Perfektes Timing. Jetzt, Sorino. Feuerschlagero. Welcher Attacke soll durch Feuerschlag ersetzt werden? Feuerschlag? Mal noch 75 Schaden, oder? Yes, 75, okay. Was haben wir raus? Das macht zwar 120 Durchbruch. Brauchen wir Durchbruch unbedingt? Kampf effektiv gegen Normalstahlgestein. Knochenrang, Boden. Aber wir haben, was haben wir für eine Schwäche? Wir haben Feuerschwäche auf jeden Fall. Wasserschwäche dadurch. Ja, da ist irgendwie nicht viel. Durchbruch oder Knochenrang? Boah, was soll ich wegmachen? Oder Fuchtler an sich vielleicht. Auch wenn Fuchtler 120 absieht, ich glaube, ich mache Fuchtler weg. Ja. Weil Knogger ist mehr tanky. Mehr defensiv ist Knogger. Deswegen nehme ich hier. Ja, lass es einfach mal so ein bisschen vielfältig sein. Und gegen Eis ist noch Stahl effektiv. Ja, genau. Ey, warum? Wie komme ich auf Stahl? Kampf. Aber Stahl auch eigentlich. Anyway, okay. Ja, geil. Wirklich geil. Lass das Ganze mal ganz kurz verschieben. Ups. Ich mach das offensiv. Okay, das passt dann. Und Klogger, freust du dich? Olle, guck mal. Nice. Marboy Klogger. Hallo, ich will mal Feuerschlag an dir austesten. Komm mit sie. Fischer Feuerschlag. Lina! Oh, perfekt, Lina. Dankeschön für diese Vorbereitung. Auf geht's, Knocker. Jetzt sag mal, ulle, urre. Buyaka, 619. Buyaka, Rey Mysterio. What you gonna do? We come for you. Urrele, Knoggerre. Krank, man, Knogger, wie brutal der ist. Könnte locker Wrestle sein. Guck mal, look at the moves, look at the plays from Knoggerino. Oh my god. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir. Pika Mau. Golking. Oh oh. Zack, raus aber schnell. Auf geht's, Visa. Was für Level hat Pika Mau? Gar nicht drauf geachtet. Ein Splattertanz, das Ding ist durch. Idee. Ciao. Genau dies. Perfekt.
Das Training wird sich auf jeden Fall lohnen. Auf jeden Fall. Ich war zu ungestüm. Oh, Junge. Zum Glück haben wir Knochenmarken behalten, weil die Arena ist ja vom Gift-Typ. Legift und Boden ist effektiv gegen Typ. Gegen Boden ist effektiv gegen Gift. Bleh. Was war das? Ah, Duflo. Okay, gehen wir hier runter. Dann bekämpfen wir noch die Gegner und dann geht's zur Arena. Beziehungsweise Stärke setzen wir noch ein. Habe ich nicht vergessen. Oh, noch ein Punk. Oh, Malarenia. Oh, Tauboga. Groß Tauboga. Hey, Balala, ich bin ein Loser. Hey, ja, komm, komm, du nur, Helme. Komm, Kluft. Komm, Kluft. Komm, Kluft, mehr sage ich nicht. Aua. Money, Punker. Oh, Money, ey. Money. 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 So ist doch der Mammut von. Wie ist der Film? Irgendwas mit dir. Eiszeit, irgendwie. Ich hab vergessen. Das. Ich weiß nicht. Ich würde euch anlegen, wenn ich. Jetzt, ich würde irgendeinen Namen raushauen. Aber ja, Money. Oh, Money. Oh, wow, wow. Ja, Mama, langsam. Ja, siehst du, Knogger ist der. Oh, mein Gott. Kehren wir zurück zu Money. Slimog. Ui! Money. Bam. Krieg gleich einen Knochenrang in deine Visage. Knoch. Oh, man hat zwei Knochenrang. Uno. Buh. Oh, einer reicht schon. Einer reicht schon. Einer reicht schon. Knochenrang, da kam mir gerade Lucario ins Kopf. Lucario ist auch ein richtig geiles Pokémon, finde ich. Lucario ist richtig geil. Lucario! In Smash. Kehrtwende, jawohl. Wo willst du hin, mein Freund? Ah, geht der gar nicht mehr. Bleib mal still und zack. Look at the damage. Madi, bam. Genau das. Ich pack's nicht. Oh, Junge. Ich pack's aber. Zu Tauboga, jetzt bin ich gespannt. Oh, nee, oh, nee. Oh, nee. Bleibst du mal stehen, bitte? Oh, Bide. Was? Ja, komm, Bide jetzt. ADF. Was? Einfach. Bide? Mich würde interessieren, kann man ja eigentlich andrehen, so in Pokémon Go. Weiß gar nicht. So, spinnen und dann BAM! Ole! Ah, Pikamaus 44, okay. Ah, Glurak, was geht ab? Ciao. Du da, ich will kämpfen. Was, Moneten? Ich hab nur Stones bei mir, Saman. Arne, du. Giftblick. Oh je. Sparalysiert. Oh ne. Aber Knogger greift trotzdem und hat mal die Zack. Und hat man nochmal die Zack. Oh, mega vom Arbok. Oh, so dreiköpfig. Mm, das hätte was. Einfach dreiköpfig. Einfach so. Giftdrache. The Predictions. Oh my god. The Predictorino. Guck mal, wie süß in ihrer Platte aussieht. Keiner weiß. Ich finde das so geil. Oh! Ich dachte schon, habe ich gerade richtig gesehen. Sechlor! Zack, komm mal her, Sechlor. Ja, ja, du willst es jetzt wissen, aber jetzt bleib mal du stehen, bitte. War etwas ruhiger, ja. Ruhiger soll es auf jeden Fall sein. Dann haben wir aber einen Hyperball. Oh, Sechlor, geil, geil, geil. Wie willst du andrehen? Oh mein Gott. Ey, ich werf nach vorne, bitte jetzt verarsch mich doch nicht.
Nice! Sichlor! Ich finde Sichlor übel cool. Sichlors Waldtyp war richtig geil. Shirox. Oh, Shirox ist richtig geil. Sichlor gleicht einem Ninja, wenn es plötzlich aus dem hohen Gras springt und mit seinem scharfen Sichelfirmen-Armen angreift. Ja, so krank war das jetzt nicht, aber okay. Lass mal durchgehen. Geil. Ah, da kämpft noch gegen eine. Komm jetzt die Lady. Weißt du, ich lebe ganz alleine daheim. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Okay. Tia. Normaler. Oh, Fukano, okay. Ja. Auf geht's, Knogger. Oh, komm, tanzen. Aber paralysiert. Oh, Lord. Oh, wir haben keinen Knochenmarang mehr. Nicht gut. Hitzewelle, oh. Geile Attacke. Schaside Wasser. Kühl mal ein bisschen ab, Junge. Au. Noch Afukano. My Lady, was machst du denn da? Hallo. Ich krieg schon Kaskade diesmal. Hopp mal die. Vor allem, wie schafft es Fukano da einfach in irgendeinem Wasserfall oben irgendwie so zu chillen? Keiner weiß. So ein Ninja Fukano. Naruto-like. Miau. La la na 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 na. Wieso nicht? Oder schnorcheln uns. Hallo! Dominik! Was geht ab? Dotri, oh, jetzt, er will's wissen. Oh, der hat ganz sicher Borschnabel drauf. Der kann ganz sicher Borschnabel. Da bin ich mir sicher. Das konnten die nämlich oft. Die Badnausen. Komm, Sanama, let's go. Komm zurück. Und raus mit dir. Au. Ja, siehst du mal. Ole. Ah, der konnte nicht Sprung kriegen. Stimmt, konnte der auch noch. Aber mach mal halblang. Raus mit dir. Dominik, raus mit dir, komm. Geh lieber in die Kluft. Also. Okay, cool. Das war's jetzt auch schon. Jetzt gehen wir erstmal Stärke anwenden und dann zur Arenaleiter. Checken wir erstmal hier ab, was es hier gibt. Und. Oder waren wir hier schon? Nee. Hallo, so löst ihr mich. Was heißt. Yeah. Schau nach, komm. Genau, dies, danke. Und was bekommen wir? Hä? Ah, ich hab's. Hui, wer bist denn du? HDF, bitte. Kann ich hier bitte Wandler oder was? Achso, er hat ein Assistenten-Set von Professor als Assistenten. Achso, der hat's ausgezogen. Ich hab versucht, mein Kill für dich und dein Pokémon zu passen. Mein Glitterkittel passt gut auf ihn auf. Okay, hast mir gerade einfach deine Klamotten angegeben. Wenn sie sich anziehen oder was? Lass mal abchecken, wie das aussieht. Unser Klamotten-Koforino. Outfit für Pikamau. Okay. Oh, Safari sieht nice aus auf Pikachu, oder? Die da sieht einfach nicht richtig aus. Olle, wie nett! Oh, Safari, Camouflage. Wo ist Pikachu? Hahaha, kennt ihr die Camouflage-Witze? Nee, Assistenten. Ich finde uns immer noch so nice, so swaggy, wie wir sind. Mm-hmm.
Oh, Safari sieht auch cool aus. Aber ey, wir sind auf einer geilen Mission, let's go. Wir bleiben so. Ich so. Boah, Kangama. Wie geil Kangama aussieht, oder? Kangashan. Und zwar, wo war das Haus? Hier, oder? Ah, ich hab's gar nicht gesehen, Freunde, ohne Spaß. Nie, ist mir einfach nicht aufgefallen. So groß das Ding da auch ist. Keiner weiß. Boah, Chris. Hä? Wow. Ich hätte es cooler gefunden, wenn ich gegen Dick da kämpfen könnte oder es fahren könnte. Aber gut, ja. Ein Nugget nehmen wir auf jeden Fall an. Aber jetzt geht's zur Arena-Leiter, Freunde. Wir heben mal ganz kurz unsere Pokémon und dann geht's ja zur Arena-Leiter. Ja, bin gespannt. Bin gespannt. Gift vom Typ Gift ist die Arena. Sollten eigentlich gute Chancen haben. Bodenattacken haben wir. Boden-Pokémon selbst haben wir. Eines, richtig, richtig. Psycho-Attacken haben wir auch nicht. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Okay. Oh, wie geil das aussieht. Guck mal, das ist doch ein schönes Team, oder? Haja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Pille, pille, pille. Pille, pille, pille. Gotcha. Ah, ich drehe gerade total durch, weißt du warum? Heute, an dem ich aufnehme, Freunde, ist so einfach 24/7 dunkel. So. Wenn es bewölkt ist, dann ist es halt 24/7 dunkel zu dieser Jahreszeit, gerade im Winter. GG. Aber gut. Was kann ich gleich gegen dich kämpfen oder was? Ich will aber erstmal gegen die anderen kämpfen. Ah, nein, 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 nein. Okay, okay, ja, cool. Ich habe mich schon gefragt, weil in seiner Arena sind unsichtbare Spiegel quasi. Also wir könnten gar nicht zu ihm wahrscheinlich. Das werden wir aber gleich merken. Nidorina! So. Oh, das sieht so geil aus! Das sieht so geil aus, wie da rauskommt. Nochmal ran! Komm mal ran! Zack! Andrehen! Ronaldo! Bam! Brilliant! Oh, der hat's überlebt! Toxin, oh nein! Wir Gegengift holen sollen. Vielleicht habe ich auch. Oh Gott, Toxin. Ah, wir bekommen von ihm auch wahrscheinlich Toxin, ne? Als TM. Ich glaube ja. Hm. Nidorino. Ich glaube, wir setzen aber mal Toxin. Oh, oder doch, wir setzen mal Toxin an. Gegengift ein. Ich sage, der hat auch jetzt Toxin. Besser als vielleicht nach dem Kampf. Knocker hältst du das noch durch? Ich glaube ja, komm, mein Boy. Gift-Tief, oh je. Aua. Zack. Oh, nice. Bam. Raus mit dem. Sehr schön. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ori, was ist jetzt los mit dir, Ori? Na, 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 na. Haben wir ein Gegengift? Ich könnte eigentlich auch direkt zur Arena, zu Pokémon Center wieder, aber. Passt schon. So, seht ihr das? Ich kann hier nicht durch. Aber ja, wenn es so. Wenn es Nebel gibt, dann sehen wir das. Aber ansonsten müssen wir jetzt hier predikten, so gucke, wo kann ich noch, hier kann ich noch, genau das. Milo, boah, was ist das für ein Name, Milo. Milo, zeig mal, was du drauf hast. Slimog, okay. Olle. Look at the moves, look at the place from Knogger. Oh je, okay, lol. Zack.
Oh je. Das kann dauern. Volltreffer, nice. Ah ja, die Toxin-Plays. Ja, ja. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Jeder droppt erstmal sein Toxin. Macht er, ihr macht sicherlich macht er Schutzschild jetzt danach. Wenn er, wenn es ein kluger NPC ist. Genau deswegen klatschen wir rein. Wir klatschen rein. Sandama, let's go. Also Sandama, Star-Pokémon können nicht vergiftet werden. Legift. Oh doch, nicht, er hat Komprimator gemacht. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, GG, genau das. Hallo Leute von... Was war das für eine Attacke? Hä? Ich hab grad gar nicht zu. Ich hab gar nicht gelesen, was für eine Attacke das war. Komisch. Oh man, Mondgewalt. Ah, okay. Krass, der kann Mondgewalt, keine weiß. Oh, jetzt bist du Slime auch treffen. Oh mein Gott. Hm. Ich hab mich gerade gefragt, ob Durchbruch Schutzschilde durchbricht. Ich weiß, dass eine Attacke kann, aber ich weiß, ob es Schutzschild war. Ob es Durchbruch war. Durchbruch, Barriere und so zerstört es auf jeden Fall, aber Schutzschild auch? Ne, ich will die Attacken sehen. Ein Bärz durchbricht Barriere. Ja, nee, Lichtschild und Reflekt waren es, okay. Da gibt's aber, ich glaube, Offenlegung war es, glaube ich, was Schutzschild durchbricht. Naja. Oh man, Slime Mog echt. Hau raus, hau ab, du. Boah, 1074. Bibor! Ja, komm du mal ran jetzt, Bibor. Sei denn, du hast auch Schutzschild, damit ich heulen nachts. Zack. Wutanfall. Oh. Bibor mit Wutanfall, was? Bide. Krass. Ja, hau ab, Milo, komm. Hast du es lang genug aufgehalten? Was für eine Friese der hat. Zauberer. War das ein Zauberer? Ist das ein Zauberer? Was hat er gesagt? Nee, Jongleur. Chuck Norris. Oh, Alpollo. Ole, komm mal ran, Junge. Boah, es kann aber gefährlich werden, ne? Weil es sehr effektiv kreist gegen mich. Was ist denn los? Natürlich funktioniert das. Schutzschild, je öfter man es hintereinander einsetzt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich direkt aktiviert, nämlich um die Hälfte, wenn ich alles täusche. Beim allerersten Mal auf jeden Fall immer. Beim zweiten Mal, wenn du es direkt danach einsetzt, 50% und dann 25% unseres Wort, dass es klappt. Ja, wow. Aber natürlich, wenn ich dazwischen eine Attacke mache, dann klappt es wieder. Oh mein Gott, Mann! Drecks Alpollo, Alter. Mann! Und Knorrer ums Verrecken trainieren. Abkommen. 45, nice. Ah, mein Gott. Ja, wir haben jetzt gerade Belieber bei mir. Soll ich wieder raus? Weiß halt gar nicht. Was schaut ihr so zu, Mann? Sind es besser zu tun?
Ich will mit Klang auf jeden Fall trainieren. Ich gehe nochmal zum Pokémon Center, bevor ich wieder reinkomme. Ey, Bidi. Unglaublich, echt. Oh, Platz, Junge. Komm, Klacker, komm. Einmal heilen mit dir, danke, free to play. Alles gut. Danke. Ade. Asche. Auf dem Weg nach Britannia City. Hey. Gigi. Hey. Jetzt. Hallo. Spezialtechnik. Meinst du Toxin? Haha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nathan, Ulf. Oh, drei Pokémon, okay. Schon wieder Apollo. Warum hat der Apollo Summer? Wir haben noch keine Geistattacke auf Klonker. Kommst du mit erstmal? Auf geht's! Willkommen! Let's go. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Aua. Nice, sehr schön. Raus mit dir. Nice, Level 42. Und wir kommen als nächstes wieder Apollo. Wer hätte es gedacht? Zhang Liu. Nice. Schau wieder. Oh jemine. Guck mal, die Arena da hinten, sind die das mit Goldbart, Omot etc. Sieht voll cool aus. Slime auf rechts. Geil, das haben die geil gemacht. Oh, Schutzschild, wow. Immer eine Suzildo. Das hat lächerlich, dass es direkt danach hinter nochmal funktioniert. Oh man. Jetzt aber. Jetzt haben wir noch einen, ne zwei, da war noch eine Dame, genau du. Nachfrage eines was legendären Ninjas. Genau das erzählt man sich hier, oder was, Valentina? Was träumst du nachts? Bisa! Nice! Olle, die haben Bisa-Knosp. Olle, komm mal ran jetzt. Zack. Schon Feuerschlag in dein Schnuppe hier. Haut mal die. Blech. Wie das annimmt. Zack, zack. Smoke, Mug! Guck mal, der rechte Kopf, der hat gar keinen Bock. Der hat gar keinen Bock, heute zu kämpfen. Oh, bitte nicht, dass wir einfach nur pennen. Was mache ich hier? Was war das für eine Attacke? Ja, echt. Sehr effektiv, ich habe es nicht gelesen. Finsaura? Sah aus wie Finsaura, glaube ich. Finsaura, sollten eine Finsaura überleben? Ja, eigentlich schon. Wenn es nicht kein Volltreffer ist. Oh, okay, nice.
Minuten. Jetzt musst du nochmal drauf hoffen, dass kein Volltreffer, dass wir keinen Volltreffer bekommen. Kampf. Komm, Knocker, komm, komm! Du kleiner Penner. Oh, nice, Knocker. Sehr schön. Halt mal die! Oh no. Bitte besiegen, komm, mach keinen Käse. Komm, Knocker! It's the final countdown. La 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 la. Jetzt was hat's für einen Angriff denn gestartet? Auf einmal was nicht schneller als hier. Nicht schlecht, ja, hau ab jetzt. So. Wie viel Leben hat Knogger? Heilen wir Knogger noch auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir, sind wir gleich beim Arena-Leiter. Bide? Auch ich bin der Schüler von Meister Koga. Er hat das Problem, sollte die Menschen trotzdem. Bide? Edgar Davids, komm mal her, Junge. Really? Knogger motiviert mich voll mit seinem Tanz. Keine Ahnung warum. Giftig. Oh je. Aua. Mach mal die. Das ist Ronaldo. Pow. Oh. Aua. Hat mal die. Schau wieder, Arbok. Einfach in der Schleife hängen geblieben. White Schleife. Okay. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Knocker halt durch, bitte. Komm, Knocker. Was? Moment, hat er jetzt noch einen Arbok? Aber. Ja. Das ist ein Teaser für Mega Arbok. Fische Teaser für Mega Arbok. Dreiköpfig Mega Arbok. Gift. Giftrache. Oh, muss das sein? GG. Slam. Boah, was? Wie aggressiv die Attacke aussieht. Ah, jetzt reicht's, komm. Sehr schön. Jetzt können wir endlich mal zum Arena-Leiter. Nice. Edgar, komm aber, Billy. So. Und zwar machen wir kurz noch eine kleine Routine. Hyperheiler. Zum Damer. Supertrank für Knocker. Oh, komm. Oh, Knocker müsste nachheilen. Hier. Kriegst du die Sablé oder was auch immer. Knocker, ey, wie heißt du? Koga, ich bin bereit. Komm. Oh, was ist jetzt los, BD? Schattendoppelgänger. Zack. Viel zu des Tausches. Oh lol, Naruto. Ein Kind wagt es, Ninja Meister Koga zum Kampf herauszufordern? Lachhaft.
Mach nicht auf Kakashi, komm jetzt. Du wirst feststellen, dass jeder mein Gift wehrlos aussetzt, ist das Ende kommt langsam und unausweichlich. Oh, ist das so? Meine Germanin-Technik werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Komm mal her, Junge, komm du mal her. Spuck mal nicht so große Töne. Wie alt bist du überhaupt, hä? Ha? 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 Locker um die 50. Smoke Mode! Wenn er nicht Toxin einsetzt, dann weiß ich auch nicht. Der Traum 40, okay. Okay. Oh, Match Bobbin. Ah ne, bekommen wir Match Bobbin von ihm. Oder oh, ich glaube Toxin war es ja, oder? Wir sind eh gleich. Aber das wollen wir nicht sehen. Komm, Knöger, halt dich ran. Das wollen wir nicht sehen, Zara. Du sollst eigentlich hier durchcarryen. Schutzschild, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, wie du meinen Sandama vergiften willst. Jetzt bin ich drauf gespannt. Wie du meinen Sandama vergiften willst. Goldbart. Ja. Krieg einen schönen Gruß von meinem Sandama jetzt. Komm, zurück noch. War gut, war sehr gut. X-Bart. X-Bart finde ich ja richtig geil. X-Bart finde ich hat was. Aua! Das hat dir wehgetan. Ne, ich zeig dir, wie ein Angriff aussieht. Ade! Raus mit dir. Level 47, Marboy Glurak. Simon, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran, ich bin heiß. Ich bin dran und ich bin heiß. Junge, komm her, Alter. Ich hab dir neues. Hey, mach langsam, ja. Aua. Warum spielt man so? Raus mit dir. Und der letzte. Oh, Omot. Cool. Omot. Süß. Jetzt Grübsch Augen. Was bringt dir jetzt dieser Schutzschild? Wow, ich verliere einen Angriffspunkt. Oh wow. Du kriegst jetzt so einen Hieb. Junge, mach dich bereit. Er kriegt so einen Hieb von mir. Macht sich bereit. Lol. Ich greife zuerst an. Aber danach. Genau das, Freunde. Und so hätten wir auch Koga besiegt und haben hier unseren fünften Arenaorden. Ihr bist ein wilder Kämpfer. Hau ab. Was hat er noch zu sagen hier? Wurde geschlagen, ja, sehen noch. Okay, danke schön.
Nice. Szene in Ordnung. Sehr schön. Toxin, genau. Sehr cool. Oh, okay. Alles klar, Freunde. So viel zu unserem Pokémon-Kampf gegen Koga mit Knogga. Hahaha. So viel zu diesem Part, Freunde. Pikachu freut sich auch. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.